Sie kannten ihn alle. Winnetou. Meine eigene Erfindung. Bereit zum Patent angemeldet. Wer ist denn das? Der Mister will hier Indianer fotografieren. Ja, für die Oxford Times. Was ist denn das für eine finstere Gestalt? Das ist Mr. Center, der mächtigste Mann weit und breit. Ja. Na, Bancroft? Was ist eigentlich in letzter Zeit mit euch los? Keine Lust mehr? Ja, Center. Ich mache mir Gedanken, dass ich nicht längst mit den Apachen gesprochen habe. Denn was geschieht, wenn... Was geschieht, wenn eine Kontrolle kommt und feststellt, dass ihr den Vertrag mit den Apachen eigenmächtig gebrochen habt und durch die Begradigung der Strecke die Great Western um einige $100.000 betrügt? Ja, und wenn Sie mich fragen... Das ist allerdings eure Sache, darauf eine passende Antwort zu finden. Aber werden die Kiowas im Ernstfall zuverlässig genug sein, uns vor den Apachen zu schützen? Das wiederum ist meine Angelegenheit. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Also dann auf dein Wohl. Weg da, das ist mein Platz. Oh, oh, Milady, welch glückliche Fügung. Darf ich euch um einen kleinen Tänzchen bitten? Ein Tänzchen möchtest du, das kannst du haben. Aber nicht mit der Dame. Ich protestiere. Ich werde euer unmögliches Benehmen der Presse melden. Dann seid ihr für Großbritannien erledigt. Ich mag nicht, dass du dich von jedem anfassen lässt. Indianer! Das glaube ich kaum. Aber worum handelt sich's? Tut mir leid. Darüber spreche ich nur mit Mr. Bancroft. Der ist verhindert, leider. Wie ihr wollt, dann frage ich euch. Warum baut ihr nicht nach dem genehmigten Plan? Ach, tun wir das nicht? Ich bin Geometer der Great Western. So. Ich habe diese Strecke selbst vermessen. Oh. Wer hat die Änderung veranlasst? Durch diese Begradigung sparen wir sehr viel Geld. Wer ist wir? Ich. Frederick Center. So. Und wenn die Apachen das Kriegsbeil ausgraben und der ganze Bahnbau gefährdet wird, was dann? Das lasst nur meine Sorge sein. Nein, Mr. Center. Ich habe den Auftrag der Great Western, den Bahnbau durch das Gebiet der Apachen zu verhindern. Und diesen Auftrag führe ich aus. Nein, das werdet ihr nicht tun. Wer soll mich davon abhalten? Ich. Ahe, Tangua! Was ist los? Winnetou entkommen, hüte dich vor Rache der Apachen! Tangua! Wir müssen weg, wenigstens vorläufig. Wir reiten in die Sierra. Bullock, alle Leute mit ihren Pferden zum Saloon. Joachim, Munition und Proviant aus dem Depot holen. In 10 Minuten reiten wir ab. Gentlemen, bitte nur eine Minute. Nur eine Minute stillstehen. Aber Gentlemen, was haben Sie gegen der Oxford Times?